Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wir sind hier in dieser merkwürdigen Höhle wieder. Ich habe eine ganze Menge trainiert und, was heißt eine ganze Menge, aber ich bin halt bis hierhin nochmal gekommen. Im Moment ist Ark gerade ein Weißmagier. Ich überlege aber die ganze Zeit hin und her, was ich machen soll, denn meine Items sind schon wieder alle. Ich habe auch schon wieder keine Phönixfeder mehr. Auch meine Portionen, die ich eigentlich reichlich eingekauft hatte, sind mir schon wieder zur Neige gegangen. Aber es leben alle. Und das Wichtigste, natürlich kann man den Froschzauber auch wieder rückgängig machen. Aber mir ist halt nicht das letzte Mal wieder aufgefallen, dass das ein Weißmagierzauber ist. Das heißt, es ist einfach nur so, dass wenn ich Ark den Zauber gebe, und das war in diesem Fall diesmal so, habe ich den Ark gegeben, das mit den Fröschen. Und ja, wenn der halt gerade aber ein Schwarzmagier ist, dann kann das halt gar keiner machen. Und ich schätze mal, das war dasselbe Problem im Rotmagier oder was weiß ich nicht was. Oder ich hatte nicht genug MP oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall leben sie alle und sie sind gerade keine Frösche mehr. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter und ja, ich schau mal, wie weit ich komme. Ich werde nochmal aber eben den Beruf wechseln von ihm, weil ich werde das wahrscheinlich öfters mal jetzt hin und her machen, weil ich halt das Problem habe, dass als Weißmagier kann er halt auch heilen und das finde ich halt gut. Aber ja, was willst du denn in die? Nimmst du den da in die Hand, den da in die Hand und dann rüsten wir dich nochmal hier ordentlich aus. Was willst du denn? Das hier und das da. Super, gut. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen und was hier überhaupt auf uns zukommt. Die Truhe enthielt Echokraut. Ja, das ist gut. Hatten wir nämlich auch schon ab und zu, dass wir jetzt stumm waren. Aber immerhin kommen wir jetzt weiter als vorher. Und man sieht jetzt immer in diesen Zwischensequenzen nicht mehr Refia, sondern Lunes. Auch das ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Und wir werden wieder angegriffen. Bin so ein bisschen erschöpft schon langsam, so weiß ich nicht, vom Kämpfen. Weil ich auch nochmal zurückgegangen bin und ja, mit dem Schiff durch die Gegend getuckert, damit ich überhaupt einen Laden finde, wo ich Portionen einkaufen kann. Und auch das ist ja schön. Dass der Dash uns mal wieder hilft, das finde ich gut. Eine Portion erhalten, genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Ja, Ingos macht nicht so viel Schaden. Ich könnte ihm zwei Schwerter geben, ist mir aufgefallen. Aber ich habe das gelassen, weil wir doch auch immer mal so zustandsverändernde Zauber haben. Und das Schild, was er trägt, das ist halt manchmal auch ganz wirksam dagegen. Irgendwie finde ich das gut. So, die Portionen, die wir gerade bekommen haben, die setzen wir direkt mal ein. Wenn ich sie denn mal finde. Hallo. Wo sind denn unsere Portionen? Ach, da. So. Kannst du mal aufhören, auf Ingos die ganze Zeit drauf zu kloppen? Danke, Luneth. Du hast es gewuppt. Der Refia ist mir auch schon zweimal gestorben. Deswegen bin ich froh, wenn sie immer jetzt dabei ist, damit das was wird hier. Jetzt will ich mich wieder heilen, weil das mag ich überhaupt nicht, wenn jemand so, wenn es ihm so schlecht geht, den Ingos. So, hat er drei Portionen bekommen. Mehr kriegst du nicht. Wo sind wir? Ah. Was sagen können wir hier nicht rüber? Beeil mich. Eine Kiste. Schallkrallen, was sind das denn? Wie cool ist das denn? Ist das was für sie? Nee. Schallkrallen? Für wen sind die denn? Für wen sind diese komischen Krallen? Die sehe ich auch nirgendwo hier. Hä? Ist das irgendwie eher eine Rüstung? Nee. Hey, was soll denn das sein? Item. Gucken wir mal, was das ist. Wichtiges vielleicht. Schallkrallen, hier, Angriff, 28. Ja, und wer kriegt die? Wer kriegt die? Wieso kann ich die nicht vergeben? Komisch. Wenn ich das jetzt mal einfach hier ablege, geht das dann? Warte, muss ich hier oben hin? So, es ist da keins mehr. Rüsten. Nö. Geht nicht. Das ist ja doof. Hm.
Ich hätte sie gerne ihr gegeben, aber ich check auch gerade nicht, wer die dann kriegen soll. Weil die werden hier nirgendwo angezeigt. Ist es vielleicht eine Berufsgruppe, die wir noch nicht mal sind oder so? Kapiere ich nicht. Na gut. Schade. War ja klar. Machen wir mal so. Dash, zur Hilfe. Finde ich immer gut. Und verbrauchen wir selber nicht so viel. Oh, haben Blitz drauf beide. Super. Yeah. Dafür stehle ich dir eine Portion. Hehe. Jetzt stirb endlich. Geht doch. Ha. Das hat gesessen. Super. Jetzt geht's nur Refia schlecht. Das ist nicht schön. Wir wollen hier lang. Okay. Wo komme ich denn jetzt hin? Zur Kiste. Feuerklinge. Ah, das klingt auch gut. Du kriegst jetzt erstmal wieder eine Portion. Die hast du dir ja auch selber verdient. Rüsten. Was war das jetzt für ein Ding? Feuerklinge. Ja, die kriegst du jetzt mal hier. Du machst sowieso nicht so gut Schaden, finde ich. Er könnte natürlich jetzt auch mal ein Messer noch in die Hand kriegen. Soll er mal ein Messer in die Hand kriegen noch dazu? Oder gleich ein langes Schwert? Ich weiß halt nicht, weil, wie gesagt, das Mithril-Schild verhindert einige Zustandsveränderungen. Er ist der Einzige, der sich gerade so ein bisschen schützt. Und auf der anderen Seite, ja. Ja, wir lassen das mal lieber. Ich lasse es mal einfach. Ach, da ist noch eine Kiste. Flammenpanzer. Ey, das wird ja hier immer besser. Das ist ja super. Ne? Kriegst du hier einen tollen Flammenpanzer auch noch. Bist beschenkt heute. Und jetzt werden wir angegriffen. Ja, wir kommen nämlich gerade viel zu gut durch. So, dann greif mal an mit Feuer. Du stiehlst ihm wieder eine Portion, wenn es geht. Du greifst mal hier schön an und du machst den auch mit Feuer platt. Schade, ich habe keine bekommen. Und kriegt natürlich direkt die Rache. 142, das sieht schon wesentlich besser aus als vorher. Dein Flammenschwert macht's, Ingus. Ja, toll. Das Problem ist, ich habe gar keine Dingens mehr. Ich habe doch gar keine Phönixfeder mehr. Scheiße. Jetzt fängt das Chaos wieder an. Och Mann, oh, und er stirbt nicht. Greif mal an hier. Habe ich echt keine mehr? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Shit. Mann, das ist echt blöd. Ich will den doch wieder erwecken. Der muss doch dabei sein, wenn wir kämpfen. Scheiße. Können wir da nicht irgendwas machen? Oh Mann! Jetzt kämpfen nur noch drei Leute. Das ist natürlich echt blöd. Ja, wir nehmen mal Reis aus. Komm. Oh. Ja, setz mir noch einen drauf. Könnt ihr mal bitte gehen? Zeus Zorn, was ist das denn jetzt schon wieder? Ist das Magie? Was ist das genau? Ist das irgendeine Waffe? Was ich mir kaum vorstellen kann? Was könnte das denn sein? Geh mal in die Items. Kannst du mal oben bitte? Nee, da ist es nicht. Vielleicht unter Magie, wie gesagt. Unter Lernen? Nee. Was ist denn das?
Darunter wird's auch nicht angezeigt. Und das Schilden, Klingen. Zeus Zorn. Jetzt habe ich schon zwei Sachen, wo ich nicht weiß, was das ist. Sehe ich das hier irgendwie nicht mal? Zeus Zorn. Erteilt Blitzschaden. Hm. Wahrscheinlich ist das einfach so ein Item, was man werfen kann oder so, nehme ich mal an. Ja, was mache ich denn jetzt mal mit Lunes? Ich kann den ja nicht wiederbeleben. Und als Weißmagier hat Ark das noch nicht gelernt. Können wir also auch nicht viel machen. Können wir uns eigentlich nur noch so weiter durchschlagen. Das ist schon nicht so toll. Das ist echt doof. Bleibt uns nichts anderes übrig. Oh. Ich, Medusa, werde diesen Turm im Namen unseres Meisters Xande zerstören und das Land in ewige Dunkelheit stürzen. Ja, jetzt wird's ernst. Was mache ich, wenn Lunes jetzt tot ist? Hihihi, ihr könnt mich nicht aufhalten. Bereitet euch auf euren Tod vor. Ja, Lunes ist schon tot. Ist toll, oder? Soll ich das jetzt... Ja, geil. Ja, super. Hier, wir machen mal dieses komische Zeug irgendwas. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das kann ich nicht machen, dann Feuer. Oh Mann, ich will nicht nur, dass die drei das jetzt machen. Das ist doch auch total blöd. Dann kriegen die viel mehr Schaden ab. Und das Zeus-Dingens war okay, aber ja. Menno. Vorbei. Tot. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das echt schon kommen. Ich kann meine Leute nicht wiederbeleben. Und es gab aber auch nirgendwo immer Phönixfedern zu kaufen. Das hätte ich die natürlich geholt. Das ist doch voll blöd. Sterbe ich eben. Vorbei. Warum geht's ihm denn so schlecht? Kann ja nichts machen außer angreifen. Die können ja nichts. Sind ja keine Magier. Ich mach das schon. Ja, dann mach mal. Die machen auch kaum Schaden. Starrer Blick. Vorbei. Ja, irgendwie ist sie da nicht so gut drin. Na, Refi ist auch tot. Komm, Ingus, du machst das alleine. Ganz super. Ja, genau. Ja. Ja, war klar. Ist mir lieber so, dann leben wenigstens alle. Aber mein Problem ist, wie gesagt, wenn die sterben, kann ich die nicht wiederbeleben. Das ist ein Problem. Tja, was machen wir denn da mal? Weiß ich auch nicht. Muss sowieso alles nochmal machen, wie es aussieht, weil das blöde Schnellspeichern funktioniert ja hier immer total toll. Ich werde einen Cut machen und wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. Hey Leute, da bin ich wieder. Und ich habe mich dazu entschieden, nachdem ich das letzte Mal jetzt gespielt habe, ich hatte nämlich eine Pause jetzt dazwischen, ja, dass ich nicht nochmal jetzt in die Höhle gehen soll, nämlich irgendwie auf Stufe 15 mit allen mindestens sein. Da sind wir zwar mit allen gar nicht so weit entfernt und so, aber es gibt hier in der Umgebung eh noch ein paar andere Sachen zu entdecken und wenn ich jetzt halt wieder mit denen in die Höhle gehe, dann habe ich das Problem, ja, dass wenn jemand stirbt, ich ihn nicht wiederbeleben kann und das passiert halt teilweise halt auch schon bevor die Medusa kommt und spätestens bei der Medusa am Ende hat man ja gerade gesehen, dann können welche draufgehen und ich kann die leider nicht wiederbeleben. Und ich habe mal rumgeforscht, gelesen, man kann halt auch nirgendwo eine Phönixfeder kaufen. Man kann halt nur wieder zu den Brunnen gehen und die wiederbeleben. Und später kann man halt Engel zaubern und das können wir halt noch nicht. Und ich werde auf jeden Fall das noch machen. Aber mir ist auch aufgefallen, hier bei der Höhle, beim Klamm der Gul'gana, sieht man hier in dem Wasser irgendwas schwimmen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wir werden auf jeden Fall gerade angegriffen. Und dann werde ich mal gleich nochmal in die Wälder gehen, denn daher gibt es auch noch etwas zu entdecken, was wir bisher noch nicht erforscht haben. Und von daher, ja,
machen wir das mal. Also ich will die Höhle auf jeden Fall natürlich schaffen. Ist ja auch ein Quest, muss ja auch sein, sonst geht die Story ja gar nicht weiter. Aber wir müssen ja nicht jetzt 100-mal diese Höhle machen und jedes Mal sterbe ich. Das finde ich auch cool. Also gucken wir mal erstmal, wie wir unsere Leute noch stärker kriegen und dann wird das schon was. So, dem Ark geht's wieder gut. Ich war zwischenzeitlich vom letzten Mal auch nochmal Portionen einkaufen und hier Echokraut und was man eben so ein bisschen braucht. Aber wie gesagt, das Wichtigste haben wir nicht und das sind halt eigentlich Phönixfedern. Was ist das hier? Ein riesiger Wal oder wie kommt man da hin? Ich weiß es nicht. Wir können auf jeden Fall hier links hin. Hier waren wir noch nicht in den Wäldern. Und tatsächlich, der Chocobo-Wal, den wollte ich nicht vorenthalten. Lunes, hab ich dich Chocobo? Wie so schnell geht das hier? Das ist ja toll. Yay, hier ist man voll schnell am Start dann. Das ist ja geil. Ach, wie cool. Da ist unser Schiff. Hier ist das leere Schloss. Können wir mal so richtig uns austoben mit einem Chocobo. Wer sie noch nicht kennt, jetzt kennt ihr sie. Das sind Chocobos, auf denen man reiten kann. So riesige Vögel. Weiß auch nicht, was das für eine Mischung sein soll. Aber dieser Chocobo, es gibt verschiedene Chocobos, die können manchmal auch über Wasser, manchmal auch über Berge. Dieser Chocobo kann nur auf normalen, flachen Ebenen entlang. Aber ich frage mich, wie kommt man denn hier zu diesem komischen Wal? Kann man hier überhaupt zu dem hin? Nee. Vielleicht ja später mit einem Flugschiff oder so? Weiß ich nicht. So, dann springen wir hier ab. Es gibt hier nämlich noch mehr. In diesem Wald soll nämlich noch mehr sein. Wir werden angegriffen, aber ich weiß nicht, ob das der Wald war. Es gibt hier auf jeden Fall zwei Wälder, in denen was zu finden ist. Einmal den Chocobo-Wald und noch was anderes. Das war gut. Sehr gut. Trainieren, trainieren, trainieren. Super. Und wir brauchen auch die Kohle. Ist das nicht hier? Ich dachte, das wäre hier. Training ist aber auch wichtig, aber ich will gar nicht so viel immer in der Aufnahme trainieren. Das mache ich auch gerne mal einfach offline. Das reicht ja dann auch immer. Dann geht es für euch schneller voran und das ist einfach interessanter, finde ich, als Let's Play das so zu schauen, wenn man nicht nur die Trainings sieht, sondern halt einfach den roten Faden schnell folgen kann, was man selber als Spieler nicht kann, weil man halt nicht stark genug ist und man selber halt viel mehr trainieren muss. Aber das, finde ich, muss nicht immer im Let's Play zu sehen sein. Wobei ich sagen muss, als ich jetzt mit dem Schiff über Wasser schwomm, da kamen dann interessante Wasserwesen auch. Also so ein komisches Wasserpferd oder so, gegen das ich auch gekämpft. Es war jetzt nicht stark oder so, aber einfach die Vielfalt dieser Monster finde ich auch immer interessant. Ja, hier ist anscheinend nichts. Das ist doof. Denn hier was in dem Wald? Mann, hätte ich mal meinen Chocobo behalten. Wenn man nämlich erstmal absteigt, ist er weg. Wie man gerade gesehen hat. Natürlich habe ich jetzt mit meinen Kriegern nicht mehr die geile Ausrüstung, die wir jetzt in der Höhle gefunden hatten. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Das finde ich natürlich auch doof. Aber die holen wir uns wieder. Also die hole ich dann auf jeden Fall wieder. Also sobald ich stark genug bin oder ich glaube, ich versuche es jetzt nochmal, schlage ich mich einfach da durch nochmal und gut ist. Also hole ich alles wieder, was wir auch vorhin hatten. Diese komische Feuerrüstung und dieses Feuerschwert und was weiß ich nicht alles, was dazugehörte. Das hole ich dann wieder. Weil ich fand, das passte auch ganz gut zu Ingos. Also Ingos ist ja auch so ein Krieger hier. Ach, Dash, hilfst du uns mal wieder. Das ist ja nett. Auch gern Blitzra können. Aber im Moment können wir halt nur die kleinen Zauber. Da wirbelt sie da mit ihren Messern rum. Macht aber nur einen Schaden von 84. Aber ihre Stufe ist gestiegen, immerhin. So, wir sind nochmal im Chocobo-Wald. Dann schauen wir uns hier nochmal um.
Ach, das ist gar nicht größer. Ich dachte, hier kann man noch mehr entdecken. Aha. Was mit dem? Hab ich dich, Chocobo. Ach so. Na gut. Tja, war es der Wald? Nee, der Wald war das nicht. Das war hier unten. Das war der hier. Oder muss ich mit dem Schiff woanders hin? Na, ich versuch's nochmal in dem Wald. Und wir brauchen mal eine Portion. Genau. So. Hallo. Vielleicht müssen wir uns auch wieder klein machen. Ich weiß es nicht. Okay, ich kann es ja verraten. Ich hatte irgendwie gelesen, dass man hier, glaube ich, den Zauberfeenwald finden kann. Ich suche den Feenwald, aber ich weiß nicht, ob der Feenwald da ist. Ich meine aber, dass der auf derselben Karte war wie der Chocobo-Wald. Aber vielleicht müssen wir auch mit dem Schiff woanders hin. Ich will jetzt nämlich hier die ganze Zeit so doof hier im Wald herumeiern, aber ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Oder wir müssen uns klein machen. Kann natürlich auch sein, wenn man sich klein machen muss. Hier, redet mal miteinander. Ich muss zum Turm des Owen, ich weiß es genau. Der alte Mann hat recht, ich muss dorthin und mich meinem Schicksal stellen. Bist du dir ganz sicher? Ich habe ein ganz komisches Gefühl, das hatten wir schon mal. Feen, wo seid ihr? Ja, wenn sie hier wären, dann hätten wir die doch schon längst entdeckt, oder? Wie gesagt, vielleicht müssen wir uns auch klein machen. Okay, das ist der letzte Kampf. Und dann gucke ich nochmal, wo ich den Feenwald finde. Ja, weiß ich nicht. Ich schau mal nach und im nächsten Part kann ich es euch besser sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.